Moin, moin, liebe Leute. Ich möchte mir heute mal einen Akkustaubsauger angucken, von dem ich jetzt schon so einiges gehört habe. Und deswegen haben wir uns das Ding gekauft. Und ich schaue mir das jetzt mal an. Und guck mal, ob das was taucht oder ob das eben nichts taucht. So, hier ist schon mal der geöffnete Karton. Und den Kram hole ich jetzt alles mal so raus. Hier, die Seite habe ich schon mal ausgepackt. Jede Menge Bürsten sind hier drin. Das ist ein Netzteil. Jede Menge Bürsten und jede Menge Papier und Kartons. Das ist das Hauptstück. Und da steht vor erster Benutzung vollladen. Gut, das mache ich natürlich als erstes. Das sieht schon fast ein bisschen bedrohlich aus. Wir packen das Ding jetzt erstmal an die Ladestation. Den stecke ich mal hier rein und jetzt sollte er auch laden. Oh, und da steht's. Er lädt 30%. Oder hat er noch ein bisschen? Jetzt habe ich alles mal ausgepackt und zeige mal ganz kurz, was speziell jetzt dabei ist. Fangen wir mal an mit der Bedienungsanleitung. Die ist mega dick. Das ist aber nicht deswegen, weil das hier so kompliziert ist und umfangreich, sondern weil das in, ach, ich weiß nicht, wie viele Sprachen ist. Also ziemlich viele Sprachen. Dann haben wir eine Schnellanleitung für die Wandhalterung. Das Ding soll dann nachher an der Wand hängen. Und jetzt geht's weiter. Dann haben wir das Hauptgerät und der Akku, da habe ich nachgeguckt, der hier unten drin ist, der lädt sich voll zwischen 3 und 4,5 Stunden. Den könnt ihr, hier ist so ein roter Hebel, da könnt ihr den einmal runterdrücken und dann könnt ihr das Ganze ziehen. So. Und dann habt ihr das Ding hier in der Hand. Und einsetzen genauso hier einfach wieder rauf. Einfach rastet ein von alleine. Zack. Und dann ist es schon drin. Mit einer Hand ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber hat auch geklappt. So, was ist noch drin? Weiter geht's mit diesem Verlängerungsteil. Das seht ihr schon, das ist zwischen dem Motor und der Bürste hier unten zum Einklipsen. Die haben alle den gleichen Anschluss hier. Ob groß oder klein, aber es ist immer das gleiche Prinzip. So, dann haben wir hier eine Bürste für Fliesen, meine ich. Dann haben wir eine Bürste, einen Bürstenaufsatz für Teppich. Den kann ich ja nochmal eben zeigen hier. Auch wieder schön knallbunt. Das ist natürlich Geschmackssache. Und hier ist ein Teil der Wandhalterung. Das ist der zweite, der hier. Und das, was hier so raufgeklebt ist, da sind die Schrauben drin und die Dübel für die Wandbefestigung. Und ja, hier haben wir nochmal so eine kleine Bürste. Da komme ich wahrscheinlich her. Gut so zwischen die Autositze. Das probiere ich aber alles noch aus. Und dann haben wir noch hier, das finde ich ganz praktisch. Das ist so ein Clips. Den macht man hier ran. So, und dann kann man die Bürsten, die man häufiger benutzt, die nimmt man dann einfach mit. Die klickt man sich hier oben ran. So, das gleiche Spiel wieder. Klack. Mit einer Hand. Und ja, suchen wir uns eine aus. Nehmen wir ruhig mal diese hier. Wie gesagt, die passen alle. Das ist alles hier genormt. Das ist alles eine Sache. Und dann kann ich, so wie hier, die große nach vorne raufstecken. Und dann geht's los. Und wenn ich dann wechseln muss, dann habe ich das Ding gleich mit dabei. Ziehe das hier raus, tausche das aus. Ja, das haben sie sich ganz gut ausgedacht. So, dann nehme ich mir mal hier die Dübel und Schrauben aus. Und guck mir das mal genauer an, wie das mit der Wandhalterung funktioniert. Platz habe ich mir auch schon überlegt. Und ich denke, dann werden wir den erstmal ranbohren. Hier an der Abseite habe ich einen Platz gefunden. Da soll der ran. Hier werde ich jetzt die Wandhalterung anbohren. Bei der Wandhalterung brauchen wir natürlich Strom. Das heißt, ich habe jetzt den Ladevorgang erstmal unterbrochen und mache das Ladegerät hier in diese Wandhalterung ran. So, das heißt, der muss erstmal hier hinten durch und auf der anderen Seite wird er hier durch das Loch gesteckt. Zeige ich euch. So, also der wird hier raufgesteckt und dann das Ding drüber, bis es einrastet. So, klack. Jetzt steht er so. Und auf der anderen Seite kann man hier ist so eine Plastikführung. Da kann man jetzt das Kabel reindrücken. Das mache ich mit zwei Händen mal eben. So, da habe ich es reingedrückt mit zwei Händen und jetzt klippe ich das in die Station, wo ich das eben an der Wand angebohrt habe. So, jetzt habe ich beide Teile. Klippe das erstmal da oben rein, in eine Seite und dann in der anderen.
hier ran drücken. Fertig ist es. Jetzt hole ich den Staubsauger und lade weiter. Hier ist das gute Stück. Den hänge ich einfach hier so rein. Brauche hier auch nichts drücken und nichts. Einfach einhängen. Und jetzt lädt er weiter. Akku lädt vor sich hin. Und jetzt nehme ich mir eine Bürste mal. Stecke die hier ran. Und werde das mal gleich versuchen. Bei mir im Kofferraum, wenn denn der Akku vollgeladen ist. So lange muss ich leider noch warten. So, ich habe das eben schon probiert. Das ist echt simpel. Man kann das mit einer Hand an dem Staubsauger einfach hier reinstecken. Hochdrücken kurz. Da muss man gar nicht viel Kraft aufwenden. Und das Ding ist fest. Ich zeige euch das nochmal in einer anderen Perspektive. So, hier ist das gute Stück. Und hier seht ihr so eine kleine Kerbe. Ja, so eine kleine Einbuchtung. Da muss das rote Ding hier rein. Der fällt quasi von alleine schon. Also ich muss da nicht großartig drücken oder so. Der rastet ein und damit ist die Sache fest. So, und jetzt kommt er aber wirklich an die Ladestation. Jetzt will ich auch mal wissen, was das Ganze wiegt hier. Ich stelle ihn mal so auf. So, 2,5 Kilo. Damit man so eine Vorstellung mal hat. Von der Waage an die Ladestation. So. Der Kollege ist jetzt voll geladen. Und zeigt mir jetzt auf seinem Display unterschiedliche Saugstufen an. Die kann ich hier durchseppen mit dem Knopf. Und zwar Eco, Med für Medium und Boost. So, und ich fange mal mit Eco an und gehe dafür mal zum Kofferraum. So, jetzt habe ich schon mal meinen Kandidaten gefunden hier. Und ich werde jetzt einmal mal mit diesem Aufsatz versuchen. Und zwar mit Eco-Modus. Und los geht's. Der schafft ja im Eco-Modus schon ordentlich was weg. Und hier kann man nochmal ihn sehen. Er sagt jetzt, 67 Minuten würden verbleiben, wenn ich in diesem Modus jetzt weitersaugen würde. Jetzt mache ich mal den Medium. Okay. Und jetzt mache ich mal, hier sagt er 35 Minuten ungefähr, also 35, 56. Das wird ein Schätzwert sein, ne? Aber man hat eine Vorstellung und ja, jetzt kommt der Boost. Jetzt bin ich gespannt. Sauber. Jetzt mache ich aber mal die Verlängerung ab. So. Und mache die kleinere. Einmal draufgesteckt. Oh ja, da ist schon ordentlich Dreck eingefangen da unten. Okay, die Bürste drauf. So, jetzt will ich mal hier in die Ecke reingehen. Wie erwartet. Das macht er gut. Da haben wir auch nochmal. Mitgehört. Das war ein Plastikspielzeug. Weg ist es. Ja, ist in Ordnung. So, hier ist ein Buch dran noch. Das mache ich mal ab. Das kann ich irgendwo anders lesen. So sieht das ganze Stück ausgepackt aus. So, und jetzt wollte ich mal Ihnen zeigen, wie man das hier entleert. Und zwar vorne die Düse ab und dann ist hier ein Schalter, den drücke ich nach vorne. Ja. Und damit ist das Thema schon erledigt. Und jetzt kann das wieder zu. Man kann das auch komplett abmachen, wenn man hier auf den Knopf drückt, dann kommt das Teil ab. Aber wahrscheinlich braucht man es in der Regel gar nicht. Und insofern lasse ich das jetzt erstmal so, wie es ist. Fertig. Fazit, kommen wir dem gut klar und es ist selbst erklären, wenn man einmal weiß, wie es geht. Hier hinten ist noch ein Filter, den kann man aufschrauben, auch einfach auswaschen mit Wasser, trocknen lassen und wieder rein. Das war's, fertig. Man soll keine flüssigen Sachen damit aufsaugen, das versteht sich glaube ich von selber.
Ansonsten, wir verlinken euch das Ding unten in der Videobeschreibung und ich glaube, da kann man mit arbeiten. Also, liebe Leute, bis demnächst. Tschüss.